Okay, dann sage ich mal Hallo Berlin! Ja! Herzlich willkommen auf der Handparade 2012. Heute unter dem Motto Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit. Ihr seht, wir haben schon ein paar mehr Paradewagen als im letzten Jahr. Bin mir sicher, wir werden bei dem schönen, schönen Demo-Wetter auch noch mehr Leute. Und das ist auch bitter nötig, denn mittlerweile sind wir im Jahre 41 seit der Verkündung des Betäubungsmittelgesetzes, seit der Einführung eines der dümmsten, menschenverachtendsten Verbote, die dieses Land in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen hat. Wir sind heute hier, um für Cannabis zu demonstrieren, für die Legalisierung von Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Wie immer hat die Polizei mir ein paar Auflagen gegeben, die ich an euch übermitteln soll. Zuallererst den Hinweis, auch heute gilt das Betäubungsmittelgesetz, völlig überraschend. Wenn ihr also denn unbedingt Cannabisprodukte bei euch haben müsst, dann macht das bitte so, dass die Polizei nicht zwingend darauf aufmerksam wird, weil sie sonst genötigt ist, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu ahnden. Leider ist Berlin nur an 364 Tagen eine cannabisliberale Stadt. Zur Handparade, ihr kennt das ja aus den vergangenen Jahren, da holt man dann schon mal eine Einsatzhundertschaft mit großen Fahrzeugen, macht einen auf Max und dicke Hose, damit ja nicht morgen in der Presse ein Foto von glücklichen, harmlosen, friedlichen Kippern zu sehen ist. Aber die Berliner Polizei ist heute noch eine Nummer dreister. Wir haben nämlich eine Reihe Patienten mit unter uns, also Menschen, die Cannabis nicht aus Genusszwecken konsumieren, sondern weil es ihre überlebenswichtige Medizin ist. Und sogar diesen armen Menschen, die unser Mitgefühl und unsere Hilfe verdienen, sogar denen will die Polizei ihre Medizin vorenthalten. Ich wurde deshalb gebeten, die Patienten darauf hinzuweisen, dass die Polizei die Ausnahmegenehmigungen, die sie sich mühsam von der Bundesopiumstelle erstritten haben, heute nicht anerkennen. Ich habe der Polizei gesagt, no way! Ich werde mit dem Einsatzleiter gleich noch weiter diskutieren. Sollte es da noch Änderungen geben, ich gehe ganz stark davon aus, dass auch die Berliner Polizei sich an Recht und Gesetz halten muss, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Bis dahin gilt, schützt die Patienten, die haben es verdient. Das sind Leute, die können ohne Cannabis nicht laufen, nicht atmen, nicht essen. Und es ist wichtig, dass wir, die wir in der Lage sind, zu atmen, zu laufen und zu essen, ohne Medizin zu nutzen, und für die stark machen, die anders nicht können. Bis 14 Uhr gibt es jetzt hier eine Auftaktkundgebung mit verschiedenen Rednern. Als erstes will ich gleich mal den Horst in meine Nähe bitten, der die Veröffentlichungen, die wir so im Internet machen, so regelmäßig beobachtet. Der kennt ihn schon vom Handtag, erwartet also eine emotionale, ehrliche Ansprache, wenn ich ihn gleich ans Mikrofon lasse. Aber vorher habe ich auch noch ein kleines Experiment mit euch vor. Ich möchte euch bitten, schließt mal kurz alle die Augen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, woran ihr so glaubt und was ihr hofft, dann seht ihr da ein klitzekleines Lämmchen. Das ist der Wille, dieses Handverbot nicht länger hinzunehmen. Es ist schwer, dieses kleine Flämmchen jeden Tag am Brennen zu halten, aber wir alle haben es in uns. Und wenn ihr jetzt die Augen wieder öffnet, dann seht ihr um euch rum tausende Menschen, die am Ende dieses Tages eine lodernde Flamme in ihrem Herzen tragen werden. Die wissen, dass unser Kampf ein gerechter ist und dass er mit nichts anderem enden kann als der vollständigen Legalisierung von Cannabis. So, und jetzt mache ich den Weg frei für Horst. Und der hat sicherlich auch etwas zu sagen, was euch das Herz wärmt. Bitte einen dicken Applaus für Horst is Guilty. Guten Morgen Berlin. Ich grüße euch erstmal alle recht herzlich. Willkommen in Berlin am Alexanderplatz, in der Stadt, in der der Hanf eigentlich ein Zuhause hat.
Aber an der Hanfparade müssen wir alle verstecken. Ich bin der Horst, ich bin seit 11 Jahren aus Bayern geflohen, nach Berlin ins Exil. Es war bis am 5. Mai sehr angenehm. Am 5. Mai anlässlich des Hanftages wurde ich das erste Mal von den Menschen, die hier außen rumstehen, mit den seltsamen Mützen und blauen und grünen Jäckchen versucht zu kontrollieren. Daraufhin habe ich meine erste Rede gehalten. Ich habe mich entschlossen, den Hanfkampf nach 11 Jahren Ruhe wieder aufzunehmen. Ich habe derzeit einen Antrag bei der Bundesopiumstelle laufen. Der läuft die 3. Woche. Das heißt, ich bin im Moment eigentlich schon angehender mit medizinischer Indikation Hanfpatient. Eigentlich dürfte ich hier heute aus medizinischen Gründen schon rauchen müssen. Aber ich darf es nicht, weil ich ja der böse Horst bin und das Hanf noch viel böser. Diese Lüge muss aufhören! Meine lieben Mitbürger, ich habe derzeit ein Verfahren laufen, weil ich angeblich letztes Jahr irgendwann einmal an irgendeinem Tag in Bayern einem Freund, der Barkeeper ist, vielleicht unter umständlicher Weise ein wenig Gras gegen Drogen seiner Kneipe getauscht habe. Dieser Spaß soll mich jetzt 2000 Euro kosten für 3 Gramm Kraut. Dazu kommt eine Hauptverhandlung und eine eventuelle Bewährungsstrafe. Wenn ich gewusst hätte, dass ich seit 2008 legal Hanf beantragen kann, wäre ich nicht mehr kriminell gewesen. Wer weiß das von euch, dass man seit 2008 Hanf beantragen kann? Hebe die Hand! Das sind sehr, sehr wenige. Jetzt wisst ihr es alle. Also Menschen, wenn ihr Migräne habt, wenn ihr Regelbeschwerden habt, geht zu euren Ärzten und fordert den Hanf ein! Es kann nicht wahr sein, dass ich allein in einer Stadt wie Berlin mit Neurodermitis, Allergien, Hunderttausende von Menschen diese schönen Sprays benutzen und andere diverse Mittel, die Nebenwirkungen haben, die definitiv kränker machen, als sie vorher waren und der Hanf verboten bleibt. Wo leben wir überhaupt? In diesem Sinne, ich möchte heute ein paar Freunde grüßen. Meine Freunde in den USA und die Sensemende-Leute in Brasilien, die dieses Jahr ihre erste Hanfparade hatten. Ja, ich sage nur eins, wer mehr wissen will, verfolge auf YouTube meinen Channel, Horst ist Gildi, demnächst auch eine eigene Website mit eigenen Bongs, eigener Wahrheit, keine Lügen, verfolgt mich weiter. Bless up everybody, I love you. Eine Sache vielleicht noch. Ich bin derzeit angehender erwerbsunfähiger Rentner. Der ganze Spaß mit dem bayerischen Staat kostet mich so ca. 3000 Euro. Wer Bock hat, macht bitte für 1 Euro oder 50 Cent ein Foto mit seinem Kopf, mit meinem Helm und ich kann die Scheiße leichter bezahlen. Danke. So, ich weiß auch, auf der Hanfparade werden sich Polizeikontrollen nicht vermeiden lassen. Anders als in den vergangenen Jahren haben wir diesmal aber 3 Anwälte vor Ort. Die können zwar die Kontrollen nicht verhindern, aber die können euch direkt im Anschluss sagen, was euch droht, wie ihr euch jetzt am besten verhalten solltet. Deshalb sage ich jetzt mal die Nummer vom heutigen Ermittlungsausschuss für Cannabisdelikte an. Das ist die 0171 196 195 4. Ich wiederhole 0171 196 195 4. Ihr seht da den Jost rumlaufen, bei dem klingelt das dann. Wenn ihr also Fragen, Wünsche, Anregungen habt, dann wendet euch im Zweifel auch live an ihn, sonst klingelt das Telefon den ganzen Tag, früher oder später hört er es nicht. Keine Angst, wir sagen die Nummer immer mal noch durch. Zumindest so lange, wie die Berliner Polizei nicht eingesehen hat, dass ihr Einsatz hier völlig unnötig ist. Dass von uns keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Okay, Chibo hat nicht schnell genug mitgeschrieben, dann sage ich es gerne nochmal. Chibo 0171 196 195
und die 4. Diese Nummer ist gleichzeitig auch eine der Rufnummern der Grünen Hilfe, einer Organisation, die seit fast 20 Jahren die Gefangenen im Namen des Kriegs gegen Drogen betreut, die euch hilft, anwaltliche Erstberatung kostenlos macht, euch hilft, den Führerschein zu behalten oder wiederzukommen. Und diese Organisation ist uns bei der Handparade so wichtig, dass wir als nächstes den Joe Biermanski, aka Joe Bekipski, als Redner hier begrüßen wollen, der seit vielen, vielen Jahren aktiv in der Szene ist. Der war schon lange dabei, als ich noch ein kleines Mädchen war. Also einen ganz dicken Applaus für Joe Biermanski, bitte. Danke, liebe Handfreundinnen und Handfreunde. Seit 41 Jahren werden wir kriminalisiert, stigmatisiert und ausgegrenzt. Dies muss ein Ende haben. Ihr seid nicht kriminell. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Danke. Wie ihr eben schon von Steffen gehört habt, arbeiten wir, die Grüne Hilfe, seit 1994 als Informations- und Kontaktbörse zu den Themen Cannabis und Recht, Cannabis als Medizin und leider auch Gefangenenbetreuung. Bevor ich euch hier noch ein wenig mehr über die Prohibition sagen werde, bitte ich euch um eine Schweigeminute für die, die für uns im Knast sitzen. Die sind am meisten betroffen von der Kriminalisierung. Im Knast sitzen teilweise sogar inzwischen Sicherheitsverwahrung, was ein Unding ist, dass Sicherheitsverwahrung inzwischen auch gegen Hanfhändler eingesetzt wird. Ich arbeite beispielsweise im linken Gesprächskreis in der JVA Schwalmstadt und doch gibt es auch schon Leute, die wegen Drogen in Sicherheitsverwahrung sind. Dies muss ein Ende haben, genauso wie die Prohibition, die sinnlos ist. Jetzt bitte eine Schweigeminute für die inhaftierten Hanfgenossinnen und Genossen. Vielen Dank und Grüße in die Knäste weltweit. Die Prohibition ist gescheitert. International gibt es leise Zeichen der Entkriminalisierung, sei es in Südamerika, in Ländern wie Uruguay, Bolivien, Venezuela, sei es in Europa, in Ländern wie Portugal, Tschechien, Österreich, Belgien, Spanien. Aber bei uns in Deutschland herrscht eine ignorante Drogenbeauftragte Dickmanns, die, wie mir es scheint, einer Prohibitionsmafia zugehörig ist. Argumenten der Vernunft zeigt sie sich verschlossen, redet weiter von Einstiegsdroge. Definitiver Quatsch, wenn man sich anguckt, wie viele Leute Heroin konsumieren, wie viele Cannabis konsumieren, ist eindeutig, dass es keinen stofflichen Zusammenhang gibt. Was es allerdings gibt, ist eine Einstiegskriminalisierung. Und deswegen sind wir hier, die 16. Handparade, wenig bewegt sich, aber Unkraut vergeht nicht. Wir geben keine Ruhe.
Aufruhr, Widerstand, es gibt kein ruhiges Hinterland. Die Prohibition schafft mehr Probleme, als sie vorgibt zu lösen. Zerstörung von Freundschaften, Zerstörung von Familien, Zerstörung von Vertrauensverhältnissen, Zerstörung von Lebensläufen. Wofür? Für nichts. Es gibt keinen Beleg für die abschreckende Wirkung des Verbots. Im Gegenteil, in Holland, in denen ein relativ geduldeter Umgang mit der Droge Cannabis bereits seit über 25 Jahren Realität ist, ist die Zahl der Erstkonsumenten geringer als in der Bundesrepublik Deutschland. Was soll das Verbot? Hasch macht Lasch, ach ja, ihr seid der Gegenbeweis. Wir werden weitermachen, wir werden weiterkämpfen. Anführungszeichen oben, vielleicht sind wir ja zu kritisch. Fragezeichen, Anführungszeichen oben. Ich wünsche euch eine schöne Hanfparade. Ich wünsche mir allerdings auch, dass ihr nicht nur hier mitfeiert, sondern dass ihr zu Hause aktiv für die Legalisierung kämpft. Und ich sage weiter, keine Legalisierung ohne Öffentlichkeit. Die Nischen, die wir haben, müssen wir nutzen und irgendwann werden wir es schaffen. Früher oder später. Hanf wird siegen mit euch. Danke. Nun könnte man als neutraler Beobachter von außen sagen, ja was soll's, hier sind lauter merkwürdige Menschen, die allermeisten von denen sind jung, die wissen es halt nicht besser. Aber die Forderung nach der vollständigen Legalisierung von Cannabis ist keine Meinung von Verrückten, keine Meinung von einem kleinen Häuflein, Leute, die es nicht besser wissen. Die Meinung, Legalisierung ist besser als Hanfverbot, ist Stand der wissenschaftlichen Fakten. Und deshalb werden wir siegen. Damit wir allerdings diese Überzeugung auch in die Köpfe der Menschen kriegen, die sich noch nie in ihrem Leben Gedanken über Cannabis gemacht haben, ist es wichtig, dass wir Menschen unterstützen, die diesen Gedanken bereits in Parlamenten denken und die sogar den Mut haben, diese Gedanken dann laut auszusprechen. Einer der wenigen, die im Bundestag sitzen und die nicht müde werden, ihre Stimme für Hanf zu erheben, ist Frank Tempel, Mitglied des Bundestages der Partei Die Linke, den ich jetzt als nächsten Redner hier auf der Bühne begrüßen möchte. Einen dicken Applaus nochmal für Frank Tempel. Also auch ein schönes Hallo von mir. Ich freue mich, dass sehr viele da sind. Ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, was man hier sagt. Die meisten wissen alles das, was ich hier sagen wollte und würde. Aber ich sehe sehr viele Leute, die rundherum herumstehen und einfach nur mal neugierig stehen bleiben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, dass viele Polizisten da sind, weil auch die können ruhig mal zuhören und unseren Argumenten folgen. Insofern auch hier ein herzliches Dankeschön und willkommen fürs Hiersein. Ich bin ein bisschen außen rumgelaufen und habe mitbekommen, dass hier offensichtlich ein paar Leute stehen, die gern kiffen und dafür nicht mehr bestraft werden wollen. Ja! Angeht, muss ich euch da ein bisschen enttäuschen, weil mir ehrlich gesagt Hanf oder Cannabis relativ egal ist. Ich habe dazu keine Affinität. Was mir nicht egal ist, ist Rechtsstaatlichkeit, ist Demokratie und ist die angemessene Berücksichtigung freiheitlicher Grundprinzipien. Rechtsstaatlichkeit für alle heißt auch Rechtsstaatlichkeit für Menschen, die der Meinung sind, ihr Recht auf Rausch so zu befriedigen, wie sie es gerne wollen. Ich werde oft gefragt, warum ich das Recht auf Rausch nicht noch mehr thematisiere. Das Recht auf Rausch gibt es seit hunderten von Jahren in unserer Region. Und wer das nicht glaubt,
Die Kollegen in Grün können das gerne mal ausprobieren. Die können im Oktober nach München fahren. Da wird das Recht auf Frau völlig legal zelebriert. Und andere Leute, auch in München, werden strafrechtlich verfolgt, wenn sie ein paar Gramm Cannabis bei sich haben. Einige werden es wissen. Ich selber komme aus dem Bereich der Polizei. Ich bin Kriminalkommissar, Kriminaloberkommissar AD. Und ich habe in der Rauschgiftbekämpfung gearbeitet. Und da kriegt man Fragen, wenn man seinen Job richtig gelernt hat. Der Staat greift in die Grundrechte von Menschen ein. Das darf er, wenn das verhältnismäßig ist. Das lernt man als Polizeibeamter. Das heißt geeignet, erforderlich und angemessen. Aus eurer Sicht heraus fragt man sich, wo das angemessen hier erfüllt ist. Wenn jemand anderen schädigt oder gefährdet, ist es legitim, ihn dafür zu bestrafen. Wo ist der Schaden für andere, wie jemand einen Joint raucht? Es ist eine absolute Ausnahme im deutschen Strafrecht. Niemand wird geschädigt, wenn jemand ein paar Joints raucht oder etwas anderes, Tee, Kekse, was es da alles gibt, da kennt ihr euch besser aus als ich. Das heißt, Angemessenheit heißt auch eine Angemessenheit der Mittel. Dazu gehört halt nicht nur eine Strafanzeige, die dann wegen Geringfügigkeit gleich wieder eingestellt wird, meistens. Dazu gehören nicht nur die Haftstrafen, wenn man etwas mehr dabei hatte oder selbst angebaut hat. Dazu gehört auch eine unangemessene Zahl von vielen Kontrollen auf der Straße bis hin zur Leibesvisitation. Dazu gehören Wohnungsdurchsuchungen. Und dazu gehört eine immer wieder laufende, klärende Gängelung, sei es beim Führerschein, sei es bei anderen Sachen. Die Angemessenheit der Dinge, und da bin ich ganz pragmatisch, ist hier eindeutig in Frage zu stellen. Und die Rechtsstaatlichkeit ist hier in Frage zu stellen. Aber wer immer noch der Meinung ist, dass Cannabis aus der Gesellschaft verbannt werden muss, trotz aller Fragen der Angemessenheit, der soll sich fragen, wie die Geeignetheit der staatlichen Mittel aussieht. Wie viel polizeiliche Kontrollen, wie viel Strafen, wie viel Sanktionierungen erfolgen und was dann das Ergebnis ist. Und es ist ja vorhin schon gesagt worden, trotz aller Repressalien, trotz aller Verfolgungsmaßnahmen wird in Deutschland genauso viel gekippt, genauso viel konsumiert wie in Staaten, die völlig anders damit umgehen. Sehr viel Geld, 1,6 Milliarden Euro, werden in Deutschland dazu aufgewendet, um diese Repression zu zelebrieren. Und die Gegner des Cannabiskonsums sprechen sehr viel von den Kindern, von den Langzeitschäden, aber wirklich präventiv was zu machen, dafür sind keine Mittel da, dafür ist kein Geld da. Projekte wie Drug-Checking, Beratung, wie Begleitung, begleitende Beratung, all das steht ohne Geld da. Viele Projekte gehen den Bach runter, weil kein Geld da ist. Aber für Polizeibeamte, die immer wieder durch die Straßen gehen und ein ums andere kontrollieren, dafür ist das Geld da. Deswegen fordern wir eine Umkehr des Denkens, einen akzeptierenden Umgang mit der Drogenpolitik in Deutschland und entsprechend ein anderes Denken. Deswegen ist meine Aufforderung, lasst uns nicht so sehr darüber diskutieren, mit welchem Modell Cannabis am besten legalisiert werden kann. Die Grünen haben einen Antrag im Bundestag, wir haben einen Antrag im Bundestag. Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass generell in der Gesellschaft ein Umdenken erfolgt. Dass man generell bereit ist, darüber zu diskutieren, wie sinnvoll das ist, was bisher der Staat macht. Es gibt sehr viele Argumente. Ich hab mich ja sehr schwer diesem Thema genähert. Es ist gar nicht so leicht, von jemandem, der selbst aus der Strafverfolgung kommt, sich solchen Positionen anzunähern. Wenn man dann unterwegs ist, ob das Sozialpolitiker sind, ob das Gesundheitswissenschaftler sind, ob es Rechtswissenschaftler sind, alle sagen, wenn sie intensiv damit beschäftigt sind, der Weg der Repression ist falsch und schädlich für die Gesellschaft und schädlich für den Einzelnen. Und das muss erstmal rein in die Köpfe. Und wenn wir das mehrheitsfähig haben, das versuchen wir über die Parlamente zu machen, dass die Öffentlichkeit überhaupt wieder Notiz davon nimmt. Wenn das erreicht ist, dann können wir uns darüber diskutieren, ob wir Cannabis-Clubs wollen, ob jeder den Anbau wollen oder ob es Drogenfachgeschäfte geben soll. All das können wir hinterher klären. Aber erstmal muss die Gesellschaft zum Umdenken bereit sein. Und dazu ist diese Veranstaltung hier enorm wichtig. Nicht nur, weil ihr alle hier seid, sondern weil rundherum Leute stehen, die sehr skeptisch sind, die neugierig sind. Und weil einige Polizeibeamte hier sind, die vielleicht bei den ganzen Kontrollen auch mal Zeit haben, ein paar Worte zuzuhören. Dankeschön. Frank Tempe, Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke. Vielen Dank. Jetzt übersteuere ich.
Der Kampf gegen die unsinnige Handverbotspolitik ist ein internationaler. Jetzt will ich euch einen Redner vorstellen. Damit wir den angemessen begrüßen können, müssen wir aber erstmal üben. Wir müssen nämlich jetzt die Sprache eines Landes lernen, das zu Unrecht in den letzten Monaten in unseren Medien als Schmarotzerstaat gilt. Dabei ist es ein Land, dem wir alle einen Teil unserer Kultur, einen Teil unserer Identität verdanken. Ich spreche von Griechenland, dem es, weiß Gott, nicht aufgrund der Menschen dort scheiße geht, sondern weil gierige Banker den Hals nicht voll kriegen können. Und damit wir den Vertreter des griechischen Legalize Movements anständig begrüßen können, bitte ich euch jetzt alle mal um ein freundliches Hellas! Hallo, Entschuldigung, ich spreche Deutsch, I have to speak all in English or in Hellenic Greek. I will speak in English. I come from Greenland and I am an activist of hemp. I also my power is also inside for the legalization of the medical cannabis, also in Greece, in Hellas, and all over the world. My friends, you have to remember what the war of cannabis, there is global war, this world war that never stopped is already over. The global order of the owners of this fascistic force that all control us by the police and by the black market of cannabis all over the world is already behind us. We have to look about our future. Hemp is a part of our world, can be a part to save our planet. This is my word here to remember you. I come from a county that now is already forced by this fascistic global, I don't have the words that are controlling us. I also can say what cannabis can save Greece and this economical crisis. We have the plan and I can give you my greetings from the movement of legalization in Greece. I hope you all of us be the next year, 2013, in Athens, in the Greek legalized protest festival, Athens 2013. I hope you all be there. We need your support. We need your support and we bring you our power here in Berlin. This parade can be the best thing of our minds and our mental union for this world. I will not speak much more. Maybe I'll see you later. Have my greetings from Greece. Wie ihr seht, sammeln sich hier oben so langsam die Medienvertreter. Und das ist für mich ein guter Zeitpunkt, euch mal ein bisschen was zu erklären, wie wir von der Handparade uns die Demo wünschen. Wir wollen die nämlich laut und bunt. Und gerade das Laut ist ganz sinnvoll, wenn man das vorher mal trainiert. Und da hat sich, ich habe ja jetzt schon 82 Veranstaltungen dieses Jahr auf dem Buckel, ein Slogan ganz weit nach vorne geschoben, den wirklich jeder der Leute, die hier außen rumkommen, kapiert und den ihr alle spätestens beim zweiten Mal mitsprechen könnt. Und den möchte ich heute möglichst oft, möglichst laut und vielstimmig hören und das üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut. Nun hatten wir einen Vertreter, der für die Linken tatsächlich im Parlament sitzt,
Aber Parteiarbeit findet bei weitem nicht nur in den Parlamenten statt. Viel wichtiger für die Leute in den Parlamenten sind die, die ihnen zuarbeiten, die dafür sorgen, dass man in den Parlamenten überhaupt über vernünftige Texte und Forderungen sprechen kann. Und da gibt es hier in Berlin bei den Grünen eine Landesarbeitsgemeinschaft, die sich ausschließlich mit Drogenpolitik beschäftigt und die in den letzten 15, 20 Jahren eine Vielzahl äußerst lesenswerter Dokumente in den Parlamentsbetrieb reingepackt hat. Und eine Vertreterin dieser LAG-Drogen, Silke Kollwitz, darf ich jetzt als nächstes am Mikrofon begrüßen. Einen dicken Applaus für Silke, bitte! Bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich mag es, wenn Jungs sich liebevoll um ihre Handflatzen kümmern und Frauen stolz mit der Größe ihres San Pedro-Kaktuses trotzen. Ich habe schon vor mancher Party, im Gegensatz zu Klaus Liederer, eine Line-Speed gezogen und ich stehe dazu. Und ich finde es erstaunlich, wie schnell Koksnasen wie Michael Friedmann oder auch Kate Moss und wahrscheinlich genauso ihren Koksnasenfreunden wieder in der Gesellschaft rehabilitiert werden. Ich möchte mich auch hier nochmal für den Konsum von Haschkeksen aussprechen, denn Rauchen ist ungesund, aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Als ich Mitte der 90er nach Berlin kam, begann ich aus Neugier nach einer Veranstaltung der Grünen zum Thema Ecstasy bei unserem Drogenstammtisch bei den Grünen mitzumachen und mitzuarbeiten. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich mich so lange mit diesem Thema herumtreiben würde. Und schon bei der ersten Hassparade war ich dabei und bin immer noch hier und mache immer noch mit. Und genau das erwarte ich auch von euch, dass ihr irgendwann mal sagt, nicht, das ist irgendeine Jugendsünde oder so, da stehe ich nicht mehr zu, sondern dass ihr einfach auch mal zur Hassparade geht, wenn das Wetter mal nicht so schön ist wie jetzt. Oder wenn mal gerade unbequem ist oder man lieber zu Hause bleiben will oder wenn man sich vielleicht auch nicht traut. Denn ich war auch hier, als die Handparade Kamera überwacht wurde und als es zum Veranstaltungsort, da musste man durch ein Polizeispalier gehen und jeder, der irgendwie auch nur eine Dreadlocke auf dem Kopf hatte oder als Typ ein bisschen längere Haare oder als Frau ein bisschen freakiger aussah, der wurde kontrolliert, da wurde gleich in den Rucksack reingeschaut, was die Leute so dabei haben. Daher rufe ich euch auf, zur Handparade zu gehen, wenn das gerade nicht so populär ist. Und zwar nicht nur, weil das irgendwie eine nette Party ist, sondern weil das wichtig ist einfach. Denn ich sage euch, es gibt nichts Unbequemeres, als wenn man zu Hause ist und die Polizei vor der Tür steht und eine Hausdurchsuchung machen möchte. Bloß wegen Drogen. Hallo, ich bin doch nicht kriminell oder was? Wer einmal Polizeiwillkür oder Staatswillkür erlitten hat, sei es durch Urintest am Arbeitsplatz oder wegen angeblicher Gefährdung beim Straßenverkehr, der sollte nicht ruhen, bis dieses Unrecht zu Ende ist. Wir wollen kein Horrorszenario wie eine flächendeckende Einführung von Urintests. Wir sind nicht 1984. Und mit zur Belohnung, dass wir hier sehen, eine tolle, coole Party dabei rausspringt, für die extra die Straße gesperrt wird, dann können wir uns darüber nur freuen. Ich liebe den Konsum. Aber ich spalte ihn nicht ab. Ich sage nicht, ich habe gesündigt am Wochenende oder da habe ich ein bisschen was falsch gemacht. Denn ich bin erwachsen und ich habe mich bewusst für meinen Konsum entschieden. Und ich mache das nicht aus einem psychischen oder sonstigen Defizit heraus. Zeigt dem Prohibitionisten die rote Karte. Es ist keine Sünde, Drogen zu konsumieren. Wir haben ein Recht auf Rausch. Die Menschheit und selbst Tiere haben schon immer Drogen konsumiert. Und es kommt natürlich auf das richtige Maß an.
Und zu dieser Drogenkultur gehört auch, dass sich einsetzen für eine Legalisierung. Ja, Moment. Ich habe noch einen tollen Satz hier eigentlich gehabt. Das hier, die Handparade, das ist unsere Art zu sagen, be proud of your Drogenkonsum. Schämt euch nicht, seid stolz. Wo wir gerade bei den schönen Sätzen sind, ich hatte mir für heute auch noch einen ausgedacht. In Anlehnung an einen berühmten Ausspruch eines Berliner Bürgermeisters, Sekunde, sage ich heute, Kiffer dieser Welt, schaut auf diese Stadt. Berlin wird so lange kämpfen, bis wir die Legalisierung erreicht haben. Hier in Deutschland und im Rest Europas. Und wenn wir erstmal Europa geknackt haben, dann werden wir genauso für das Recht in Afrika, in Asien, in Australien und in Nord- und Südamerika kämpfen. Kein Fußbreit den Handprohibitionisten. Von deutschem Boden soll nie wieder ein Joint ausgehen. In den letzten 100 Tagen war ich in der ganzen Republik unterwegs, um den Menschen zu zeigen, dass es eine lebendige Hanfkultur gibt. Dass heute schon viele Menschen legale Geschäfte rund um die alte Nutzernkulturpflanze Cannabis aufgebaut haben. Und einen der Vertreter dieses legalen Hanfbusiness dürfen als nächstes am Mikrofon begrüßen. Das ist der Mann, der euch exzessiv bringt, der euch jeden Monat das Hanfjournal kostenlos in die Head- und Grow-Shops bringt. Emmanuel Kotzian, der sich auch schon seit 15, 16, 17 Jahren jeden Tag um die deutsche Hanfkultur verdient macht. Deshalb einen dicken Applaus für den Herausgeber des Hanfjournals, Emmanuel Kotzian. Aber okay. Also liebe Berliner, liebe Hanfisten dieser Republik, ich begrüße euch und ich bedanke mich, dass ihr heute so zahlreich zum Alex gekommen seid. Es ist keine wirklich leichte Aufgabe, jetzt hier nach dem Steffen zu sprechen, aber wir versammeln uns heute hier, wie seit Jahren. Wir wissen, was wir wollen. Eigentlich müsste gar nichts mehr gesagt werden. Und doch schreit die Ungerechtigkeit auch heute wieder zum Himmel hinauf. Auch heute verpestet diese Ungerechtigkeit die freie Berliner Luft. Tausende, ja hunderttausende unnötige Verfahren, Verfahren mit sicherem Ausgang und sicherlich ohne Sinn. Verfahren, die, wenn man das Bundesverfassungsgericht ernst nimmt, in dieser Republik nicht stattfinden dürften. Und ich rede an dieser Stelle nicht nur von den unzähligen peinlichen Fragen, von den Hausdurchsuchungen und von den intimen Körperkontrollen. Ich rede hier heute über Geldstrafen, über Sozialstunden, Gefängnis und obendrauf willkürliche Führerscheinentziehung. Wir sind es leid, unsere Grundrechte jeden Tag verteidigen zu müssen, gegen einen immer mehr und mehr autoritär agierenden Staat. Jährlich alleine 30.000 Verfahren in Bayern gegen Cannabiskonsumenten, Geldstrafen, Gefängnis und Führerscheinentzug sind kein Kavaliersdelikt. Wir wollen unsere Jugend nicht kriminalisieren, wir wollen sie integrieren. Wir wollen unserer Jugend eine Chance geben. Aber es kommt noch dreister. Nicht nur unser Recht auf Rausch, das das Bundesverfassungsgericht 1994 festgestellt hat, wird in Frage gestellt und einfach von den Parteien ignoriert. Nein, es ist noch viel schlimmer. Sogar unser Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wird beschnitten. Das ist kein Witz und einige von euch haben es schon mitbekommen, als wir hier Ende Mai auch auf diesem Platz hier waren und beinahe alle Demonstranten, die hierher gekommen sind, sind kontrolliert worden und wer die Frage beantwortet hat, ja, mit ich gehe zur Hanfdemo, der musste dann seine Taschen vorzeigen. Ich glaube, da gibt es heute genügend Leute, die das damals mitbekommen haben. An dieser Stelle danke, liebe Berliner Polizei,
Danke, lieber Berliner Innensenator. Danke dafür, dass ihr unsere Grundrechte aushöhlt. Danke. Wir lassen uns das nicht gefallen. Und wir haben damals versprochen, dass wir das vors Gericht bringen werden. Und seit mehreren Wochen ist die Klage eingereicht. Und ich bin mir sicher, dass ein unabhängiges Gericht feststellen wird, wie verfassungsfern sich hier die Polizei und der Innensenator verhalten haben. Es ist eine Ehre für uns, für unsere Grundrechte kämpfen zu dürfen, während es eine Schande ist, für den Staat uns diese Grundrechte vorzuenthalten. An diejenigen Sicherheitskräfte, die heute hier erschienen sind, richte ich folgende Worte. Liebe Polizistinnen und Polizisten, Ihnen allen ist bekannt, dass von dieser Veranstaltung keine Gefahr ausgeht. Ihnen allen ist bekannt, was das Bundesverfassungsgericht 1994 entschieden hat. Sie wissen, dass Ihre Anwesenheit hier absolut unsinnig und überflüssig ist. Daher rate ich Ihnen, verweigert sinnlose Einsatzbefehle. Zeigt, dass ihr Bürger in Uniform seid. Geht heute mit euren Familien und euren Freunden an den See. Entspannt euch, eure Familien und Freunde werden es euch danken. Die Hanfparade dieses Jahr steht unter dem Motto Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit. Ein gut gewähltes Motto. Ein Motto, das ich an dieser Stelle auch als Anlass nehmen möchte. Als Anlass, uns heute mit denen zu solidarisieren, die weltweit zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Wir stehen heute hier an der Weltzeituhr, da drüben, die hat schon einige Systeme vergehen sehen. Deshalb solidarisiere ich mich heute und hier im Sinne von vorübergehenden Systemen und stellvertretend für alle unschuldig Eingesperrten dieser Welt mit den drei Frauen von Pussy Riot. Ihr seid stärker als Putin. Gar keine Frage. Deshalb ein dreifaches Hip Hip Hooray auf Pussy Riot. Hip Hip Hooray. Hip Hip Hooray. Hip Hip Hooray. Liebe Hanfisten, eine Sache muss ich noch loswerden. Und Hanfistinnen, natürlich. Manche von euch erinnern sich an die grandiose Hanfparade im August 1998. 50 bis 100.000 Teilnehmer durchschritten das Brandenburger Tor. Die Wahlen waren nur noch wenige Wochen entfernt. Kohl war Geschichte, das wussten wir alle. Es lag Legalisierung in der Luft. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja, wir haben Grün vertraut. Wir dachten, Joschka würde sich an seine Wähler und seine Jugend erinnern. Wir haben falsch gedacht. Und weil wir damals falsch gedacht haben, dürfen wir dieses Mal nicht denselben Fehler begehen. Nächstes Jahr im September wird wieder gewählt. Und wieder werden Parteien versprechen, Hanf zu legalisieren. Vertraut dem Versprechen dieses Mal nicht. Legalisiert selber. Gönnt euch dieses Jahr an Arbeit und Engagement. Stürmt die Parteien, die für die Legalisierung sprechen. Stellt euch ans Ruder und sorgt dafür, dass eure Interessen nicht nachher wieder vergessen werden. Ich mache keinen Hehl draus. Ich bin Pirat und würde mich freuen, einige von euch bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Macht mit. Es ist Zeit, Merkel und Westerwelle in Urlaub zu schicken. Danke euch und lasst uns Berlin rocken. Danke. Emanuel Kotzian vom Hanfjournal, zu dem ich noch eine Anmerkung habe. Urlaub bedeutet, dass die hinterher wiederkommen und das wollen wir doch nun weiß Gott nicht. Ich habe jetzt noch zwei, drei organisatorische Sachen anzusagen. Zum einen, das ist eine Flasche Wasser. Wenn wir hier vom Platz gehen, solltet ihr euch alle etwas Ähnliches, nämlich etwas zu trinken, besorgt haben. Die Berliner Polizei hat uns nämlich verboten, euch mit Getränken zu versorgen.
Sie glaubt, dass man 9 Stunden demonstrieren könnte, ohne etwas zu trinken zu haben. Wir haben keine Lust, dass ihr zwischendurch umfällt, also nutzt die Gelegenheit hier im Bahnhof oder so, schnell noch was zu trinken zu holen. Aber wartet bitte, bis die Reden gewesen sind. Wir laufen dann eben mit der Demo eine Runde um den Platz. Das heißt, wenn ihr was zu trinken kauft und dann nach da vom Platz runtergeht, dann findet ihr die Demo wieder. Keine Angst, wir machen langsam genug, dass ihr das alle hinkriegt. Zum Zweiten möchte ich mich Emmy anschließen. Es gibt einen Haufen Menschen, die heute gerne hier sein würden, aber es nicht können. Wir haben gegenwärtig in Deutschland etwas mehr als 15.000 Menschen, die nur wegen Cannabis-Delikten einsitzen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder dieser 15.000 heute lieber hier wäre, um für eine humane Drogenpolitik, für eine menschenwürdige Handpolitik zu streiten und seine Stimme zu erheben. Es ist deshalb unsere Aufgabe, für diese 15.000 Menschen mit laut zu sein. Und dann habe ich noch 2 Sachen, ich möchte noch jemanden ärgern. Zum einen laufen hier Leute rum, auf deren Brust steht Kack. Das sind die Jungs, die geholfen haben, dieses Auto durch Deutschland fahren zu lassen. Wenn ihr also vorbeikommt, nicht gleich küssen, aber mal freundlich auf die Schulter ticken oder so. Das sind die Helfer, die die Cannabiskultur möglich gemacht haben, die es möglich gemacht haben, neben den vielen Spendern, dass ich in den letzten 14 Wochen die gesamte Bundesrepublik bereisen konnte, um überall zu verkünden, dass es an der Zeit ist, das Handverbot ein für alle Mal zu beerdigen. Und als Zweites wundert ihr euch sicherlich, warum ist der Bekloppte bei den Temperaturen mit dem Pullover unterwegs. Der soll mich daran erinnern, dass jeder einen Beitrag zur Legalisierung leisten kann. Denn dieser Pullover ist von Dat Mutti gestaltet, die auch das Leid transparent gemacht hat, obwohl sie gerade die Folgen einer Chemotherapie ausbadet. Wenn ihr sie also seht, dann knuddelt die mal ganz fest. Die hat jede Liebe nötig, die ihr ihr geben könnt. Und mit Liebe geht es jetzt auch weiter, und zwar mit lieben Menschen, und zwar einer Frau, die bei den Piraten aktiv ist und dafür gesorgt hat, dass die Piraten in Berlin ein fortschrittliches, ein zukunftssicheres, ein liberales, suchtpolitisches Programm gekriegt haben. Eine gute Freundin, Heide Hagen von der Berliner Piratenpartei. Bitte einen dicken Applaus für Heide. Ich probiere es mal mit dem Freisprechen, mal sehen, ob es klappt. Ich habe 2 Söhne, so um die 20. Die kamen mal, als sie noch klein waren, von der Schule nach Hause, montags, total frustriert und meinten, sie hätten jetzt eine furchtbar langweilige Woche vor sich, weil sie hätten jetzt Projektwoche und da ging es um Kinderrechte. Und ich habe gesagt, wieso Kinderrechte langweilig? Wieso ist es langweilig? Naja, es ist halt langweilig, weil da steckt ja nichts dahinter. Dann sage ich, geht es denn auch um Kinderpflichten? Nö, Kinderpflichten hätten sie noch nie gehört. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist ja immer so, wenn man ein Recht hat, dann hat man auch eine Pflicht. Das gehört zusammen und ohne Pflicht ist das Recht nichts wert. Wie ich das denn meinen würde? Ja, ich sage, ihr habt also ein Recht auf Bildung, aber ihr habt auch die Schulpflicht. Und dann meinten die, sei aber sehr ungleich verteilt. Weil die Schulpflicht würden sie jeden Morgen erleiden müssen, aber vom Recht auf Bildung würden sie in der Schule nicht viel merken, weil das, was sie da an Bildung bekommen, das würde die Schulpflicht nicht aufwiegen. Dann ging es eine Weile hin und her und dann haben wir dann beschlossen, dass wir das etwas gleicher verteilen. Ich habe mich also verpflichtet, ihnen ohne Nachfrage bei jedem Mal, wenn sie nicht in die Schule wollten, eine Entschuldigung zu schreiben. Der eine hat es ungefähr 30 Mal in Anspruch genommen in den nächsten 2 Jahren seiner Schulpflicht und der andere 3 Mal. Ich habe also daraus gelernt, dass, wenn man jemand Verantwortung überträgt, er sich auch verantwortlich zeigt. Und wir stehen jetzt hier und fordern für uns das Recht auf Genuss von Cannabis, ohne dafür kriminalisiert zu werden. Wir fordern die freie Wahl, mit welche Substanzen wir konsumieren möchten und welche nicht. Und wir sind in Vorleistung gegangen, denn wir verhalten uns verantwortungsbewusst.
wenn man sich die Zahlen anschaut. 110.000 Tote im Jahr, die an den Folgen von Nikotinsucht sterben. 70.000 Tote pro Jahr, die an den Folgen von Alkoholmissbrauch sterben. Und 1.000 Tote, die an den Folgen von illegalen Substanzen sterben. Und da kann mir keiner sagen, das liegt nur daran, dass illegale Substanzen verboten sind, weil da muss man sich nur die Zahlen vom Schwarzmarkt angucken. Jeder kann jede Substanz konsumieren, die er möchte, unter erheblichen Gefahren, aber er kann. Das heißt, wir verhalten uns verantwortungsbewusst und wir fordern daher unser Recht ein, zu konsumieren, was wir möchten. Und wenn man sich mal überlegt, die 3 Milliarden Euro, die wir aus der Besteuerung von Cannabis generieren könnten, was könnte man damit für Präventionsarbeit machen? Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch, Kampagnen gegen Nikotinmissbrauch und möglicherweise auch noch eine Kampagne gegen den Mythos, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Cannabis ist eine Einstiegsdroge, aber in die Nikotinsucht, verdammt, und nicht in die Heroinsucht. Das ist alles Blödsinn. So, ich habe letztens eine herrliche Broschüre gefunden, und zwar vom Deutschen Brauerbund e.V. Da wollte ich euch gerne etwas draus vorlesen. Hier steht nämlich, nicht die Tatsache einer leichten Verfügbarkeit führt zu missbräuchlichem Verhalten. Vielmehr geht es um die Einstellung zum Konsum in bestimmten Situationen. Zu Jugendlichen muss daher der intensive Kontakt gesucht werden und mit Aufklärung und Verständnis der Situation gearbeitet werden. Vielen Jugendlichen ist nicht bewusst, welche Gefahren sich aus übermäßigem Konsum ergeben. Sie haben deshalb auch kein klares Unrechtsbewusstsein. Ein Verbot und eine damit einhergehende Strafandrohung wirkt daher kaum abschreckend. Wenn also die deutschen Brauer schon so weit sind, zu wissen, dass Verbote nicht zielführend sind, können wir doch nur noch hoffen, dass auch die deutschen Politiker irgendwann mal auf die Idee kommen, dass das, was sie da tun, komplett kontraproduktiv ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Hanfparade und danach machen wir weiter mit der Weltrettung. Tschüss! Heide Hagen, aktiv bei den Berliner Piraten. Wie versprochen, habe ich gerade am Rande der Reden mit der Berliner Polizei nochmal darüber diskutiert, dass es eine absolute Schweinerei ist, wie sie mit den Patienten umgehen, die Cannabis aus medizinischen Gründen benutzen müssen, weil sie sonst nicht an dieser Demonstration teilnehmen können, wegen chronischer Schmerzen, Multiple Sklerose und einer Vielzahl anderer Erkrankungen. Und die Polizeileitung hatte die Frechheit, dann per mündlicher Verordnung das Betäubungsmittelgesetz mal eben auf den Straftatbestand des Konsums zu erweitern. Ja, wo leben wir denn? Machen jetzt Polizisten die Gesetze in diesem Land? Was ist denn das für eine Schweinerei? Auch wenn die Polizei es nicht mehr haben will, es ist höchstrichterliche Rechtsprechung, es ist die Standardauslegung des deutschen Betäubungsmittelgesetzes und es ist nicht mal von den schlimmsten, konservativsten Politikern anders je behauptet worden. Aber der Konsum von Betäubungsmitteln ist in diesem Lande nun mal nicht strafbar. Und wenn Patienten nach jahrelangem Kampf eine Ausnahmegenehmigung von der Bundesopiumstelle haben, um Cannabisprodukte besitzen zu dürfen, dann kann gottverdammt die Berliner Polizei da aber auch überhaupt nichts gegen machen. Ich spüre, dass in meinem Herzen Dinge, die in Beleidigungstatbestände ausufern könnten, auftauchen. Deshalb gebe ich das Mikrofon jetzt lieber mal ganz schnell an den letzten Redner auf unserer Startkundgebung ab. Das ist Markus Berger, euch sicherlich bekannt über das Entheogen-Magazin, über die Drug Education Agency und viele, viele andere Formate, die sich damit beschäftigen, euch Informationen über Rauschmittel zu geben. Denn das ist eine Sache, die unsere Bundesregierung bei ihrer Paranoia in Sachen Hand sträflich vernachlässigt, den Leuten Informationen an die Hand zu geben, die dafür sorgen, dass man sicher und risikoarm konsumiert.
Deshalb braucht es Leute wie Markus Berger, der deshalb auch einen dicken Applaus verdient hat. Moin, 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 liebe Hanfparaden-Gemeinde. Ja, ich finde es absolut geil, dass hier so viele von euch heute gekommen sind, um Gesicht zu zeigen. Denn Gesicht zeigen ist in dieser Zeit das Wichtigste, was wir überhaupt tun können. Denn es geht hier nicht nur um die Legalisierung von Hanf, liebe Gemeinde. Es geht hier um den gesunden Menschenverstand und um nichts anderes. Ja, also, genau, einen Applaus bitte. Ja. Liebe Gemeinde, es ist doch so, es geht doch überhaupt nicht darum, nur den Hanf zu legalisieren. Ja, wer mich und meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich mich nicht nur für die Relegalisierung von Cannabis, sondern für die Legalisierung und Relegalisierung sämtlicher psychoaktiver Drogen einsetze. Ja, denn wir sind, ganz genau, vielen Dank, wir sind mündige Bürger, wir sind erwachsene Menschen, wir gehen Berufen nach, erziehen Kinder und kriegen unser Leben echt gut auf die Reihe, liebe Gemeinde. Und da kommen irgendwelche Freaks und erzählen uns, wir sind krank und kriminell, das kann es ja wohl nicht sein, liebe Gemeinde. Im Allgemeinen, liebe Gemeinde, lasst mich eins noch sagen, ja, ich möchte euch gar nicht lange langweilen, ganz kurz noch. Es ist ja eine Tendenz zu verspüren weltweit, dass auf der ganzen Welt Schwachköpfe rumlaufen, die tatsächlich vorhaben, diese Welt von psychoaktiven Drogen zu befreien. Ja, liebe Leute, was ist denn das? So hat beispielsweise die UN-Generalversammlung 1998 beschlossen, die Welt bis zum Jahr 2008 drogenfrei zu machen. Ja, wunderbar gelungen, oder? Jeder, der in dieses Horn mitbläst und tatsächlich der Ansicht ist, es sei vernünftig, psychoaktive Drogen zu verbieten und zu vernichten, der weiß nicht, was er redet, ihr lieben Leute. Es ist nicht nur so, dass Hunderttausende und Millionen von Pflanzen, Pilzen und Organismen eben jene berauschenden Substanzen enthalten. Es sind auch die Tiere und letztlich wir Menschen, die diese Substanzen produzieren und beinhalten, liebe Gemeinde. Letztlich ist es so, dass der Mensch ohne seine körpereigenen psychoaktiven Substanzen nicht leben könnte. Er könnte nicht träumen, er könnte nicht schlafen, er würde keinen Hunger verspüren, er würde keine Freude verspüren, er könnte nicht leben, liebe Gemeinde. Ja? Also ist die logische Konsequenz, die einhergeht mit den Betäubungsmittelverordnungen dieser Welt, dass der Mensch ein illegales Wesen ist, liebe Gemeinde. Wir enthalten körpereigene Cannabinoide. Wir sind Gras. Wir sind Gras. Wir sind Gras. Das Bestreben, diese Welt von den Drogen zu befreien, geht nur auf eine Art und Weise. Wir müssen den gesamten Planeten vernichten, liebe Gemeinde. Und ich möchte zum Ende kommen. Die Parade soll losgehen. Ich finde es klasse, dass ihr alle gekommen seid. Es könnten noch viel, viel mehr sein, aber es könnten auch deutlich weniger sein. Macht weiterhin mit bei solchen Kundgebungen. Macht, was ihr könnt. Bildet eure Mitmenschen über psychoaktive Substanzen. Schaut Fernsehsendungen wie Exzessiv das Magazin. Von mir aus gerne auch meine Sendungen. Es gibt viele andere, Hanf-TV von Waldmeister und so weiter. Bringt euch ein auf eine supergeile, fruchtbare Hanfparade. Lasst uns denen zeigen, Leute, wo der Fembel hängt. Peace! Markus Berger. So, und jetzt habe ich eigentlich nur noch eins zu tun, nämlich die Ordner zu den ihnen zugeteilten Wagen zu bitten, euch daran zu erinnern, dass das Leittransparent dafür da ist, dass man es vor der Demo herträgt. Wenn ich euch erwische, dass ihr daran vorbeirennt, gibt's Haue, ihr kennt mich. Insofern bleibt bitte dahinter, das gibt schönere Fotos und wir haben dann auch die Geschwindigkeit der Demo besser unter Kontrolle.
Achtet aufeinander, achtet auf Polizei, helft euch gegenseitig. Die stärkste Waffe, die wir haben, ist unsere Solidarität. Und das müssen wir den wenigen Jungs und Mädels in Uniform vielleicht einfach nochmal zeigen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine friedliche, eine bunte Anparade. Zeigt der Welt, dass wir es verdient haben, wie Menschen erster Klasse behandelt zu werden und nicht wie Subjekte zweiter Klasse, die man aus uns machen will. Wir sind ganz normale Leute, die sich nur für ein anderes Genussmittel entschieden haben. Und es geht Gottverdammt niemandem etwas an, für welches das ist.